Well, I can only imagine what you think about this topic. Ich kann mir nur vorstellen, was ihr so über dieses Thema denkt. So I'll start with this. Ich fange also mal mit Folgendem an. A year and a half ago, my son came to my office, and my son is also working in the church. Vor anderthalb Jahren kam ich ins Büro. Mein Sohn arbeitet auch in der Gemeinde. And he was scheduled to teach the youth in that evening. Er sollte an dem Abend der Jugendgruppe die Predigt halten. And something happened, and unscheduled, and he said, "Dad, can you replace me tonight?" Irgendwas ist dann dazwischen gekommen, und deswegen fragte er, ob ich für ihn einspringen könnte. So, yeah, sure. What's the topic? Und ich so, ja klar. Worum geht's denn? Acts 20:7-12. Und er sagte, Apostelgeschichte 20:7-12. So, okay. Ich sag, okay. I'm reading the verses. Ich lese mir die Verse durch. And I go over the text few times and I realize, what am I missing there? Ich gehe den Text ein paar Mal durch und frage mich so, was habe ich da bisher übersehen? Because God did not put stories just to put the kids to sleep. Denn Gott hat nicht deshalb Geschichten hier reingebracht, um Kinder eine Schlafgeschichte, eine gute Nachtgeschichte vorzulesen. And if you go to Bible schools and so on, especially preaching lessons, they use this procedure in order to tell you, don't preach us to death. See what happened to Paul. Und in Bibelschulen wird dieses gerne genommen, dieses Beispiel hier, und sagt, predigt niemanden zu Tode. Guck, was hier mit beim Paulus los war. And I realized that's not the reason this text is there. Aber mir ist klar geworden, dass das nicht der Grund für diesen Text ist. John, the Gospel of John, finishes his book with this verse. Das Johannesevangelium hört mit folgendem Vers auf. If all the things that Jesus would have done would be written, there will be no place to put the books on this earth. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschreiben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen können, die da zu schreiben wären. Can you imagine a pile of books in the size of the world? Könnt ihr euch vorstellen, einen Haufen Bücher, der so groß ist wie die ganze Welt? And God says, no, I'll give you a summary, this. Und Gott sagt, nein, ich gebe euch einfach eine Zusammenfassung, das hier. Wow, so every story here need to be a representative of a trillion in the power of trillion of other stories. Also ist es ja so, dass jede Geschichte hier eigentlich nur ein Beispiel für eine Trillion hoch zwei ist, von dem, was es doch noch an Geschichten gibt. So I'm reading and reading and really praying, God, please open my eyes. Ich lese so und lese und bete, Gott, bitte öffne meine Augen. And suddenly, und plötzlich, a train fell over my head. Ist ein Zug über meinen Kopf gefahren. I went immediately to the commentaries I have in the office. Ich bin dann an meine Bibelkommentare im Büro gegangen. And I realize this understanding is not written there. Und mir ist aufgefallen, dass diese Erkenntnis dort gar noch nicht geschrieben stand. And I'm more afraid. Jetzt habe ich richtig Angst. But when I go over the text, and believe me, all my studies is searching the text and verifying it. Und ich lese mir den Text durch und glaubt mir, wenn ich was studiere, dann durchsuche ich den Text und versuche den auch zu verifizieren, zu gucken, wo ich dafür noch andere Argumente finde. And the feeling is that this is the target. That's exactly why Luke put it there. Und dann merke ich, habe ich so den Eindruck, das ist der Grund. Das ist der Grund, warum Lukas das hier erwähnt hat. So I bring all the guys in the church, I mean the one, the workers around me. Also habe ich meine ganzen Mitarbeiter aus der Gemeinde geholt. Guys, am I stupid or this is the real issue? Und ich so, Jungs, bin ich dumm oder geht es jetzt wirklich darum eigentlich? They check it and say, well, it looks okay. Die lesen sich das durch, überprüfen das und sagen, ja, sieht ganz so aus. So I call another colleague, he's the dean of the Israel College of the Bible, Dr. Seth Postel, and we are like brothers. And I shared everything with him and I said, Seth, please help me. Don't let me go before the microphones and then to be stupid. I mean, stop me if you think it's wrong. Also habe ich dann noch den Dekan angerufen von dem Jerusalem College der Bibel, wo ich war. Der ist ja sehr schlau und habe den gefragt, sag mal, guck dir das an. Habe ich recht, sonst stopp mich davon, dass ich das erzähle, weil ich will ja nicht, dass die Leute mich für dumm halten. And he said, no, it's right on.
Und er sagte auch, nein, du hast recht, es stimmt. So to be sure, I called my teachers when I went to the doctorate and called them in the master seminary, John MacArthur Master Seminary, and said, guys, this is the view on this text. This is what I understand. Do you agree or you think there is a mistake there? Dann habe ich die Nächsten angerufen, nämlich die Lehrer an meinem Doktoratsseminar, an dem MacArthur-Bibelseminar und habe da nachgefragt, habe gesagt, hier, was meint ihr? Ist das so oder ist das nicht so? They said, no, it's right on. Und die sagten auch, nein, stimmt, du hast recht. So I feel comfortable to share it. Also jetzt, glaube ich, kann ich mich trauen, euch das zu erzählen. And I'll be very honest, it was not the first thing that comes to mind, but it really reveals the depth and the truth. When something is in the Bible, it has a unique reason and we need always to look for it. Tatsache ist, wenn da was in der Bibel erwähnt steht, dann hat das einen außerordentlichen und einzigartigen Grund, dass das da steht. Und da müssen wir nach dem Grund dafür suchen. Usually we hear about Eutychus. In Hebrew it's Eutychus. In every language they have a different style how to say his name, poor guy. But in every place there is an idea what this story is for. Also im Hebräischen, der Arme, der hat ja auch, hier heißt er Eutychus, dann gibt es noch Tychikus und alle möglichen Namen, der arme Kerl. Jedenfalls, es gibt einen Grund und wir kennen, haben schon so einiges davon gehört, von den Gedanken, warum diese Geschichte hier erwähnt steht. And in many times they use it to tell or to clue, to give a clue to teachers who speak too long, come on. Read about Eutychus and control the time of teaching. Und oft wird dieses Beispiel ja dafür verwendet, um Leuten in Predigerseminaren zu sagen, Leute, haltet euch bitte kurz, dann guckt mal, was dem Eutychus passiert ist, weil der Paulus so lange geredet hat. But if that would be the reason, wenn das aber der Grund dafür wäre, after Eutychus fell down and died, Paul needed to understand the clue and send the people back home. Dann wäre es doch wohl so gewesen, dass Paulus den Wink mit dem Zaunpfahl hätte verstehen müssen und nachdem der Eutychus runterfällt und stirbt, hätte er die Leute nach Hause schicken sollen. Instead, aber stattdessen, he raised him up from the dead. Erweckt er ihn von den Toten. Sorry, I didn't finish. Let's go up to the room. Oh, ich bin noch nicht fertig. Los, wir gehen jetzt wieder hoch und machen weiter. So, the issue is not limit the length of a teacher. Das Thema geht also ist nicht, dass man die Dauer der Predigt begrenzen sollte. There is something higher than that. Es gibt noch ein Wichtigeres. And please don't misunderstand me. Und bitte versteht mich nicht falsch. I'm not using this text in order to preach you right now for 4 hours. Ich werde jetzt nicht den Text dafür nehmen zu begründen, warum ich jetzt 4 Stunden lang eine Predigt halten werde. Yes, pastors need to know there is a balance for everything, even for the length of a lesson. Wir als Pastoren müssen wissen, dass alles eine Ausgewogenheit haben muss, auch die Länge eines Vortrags. So, let's go back to Acts and we'll start with chapter 19. Wir fangen mal in der Apostelgeschichte 19 an. What happened there? Was ist da passiert? The chapter ends with a big turmoil in Ephesus. Es kommt am Ende des Kapitels zu einem großen Aufruhr in Ephesus. What happened? Was ist da passiert? The silversmith union. You see, union always have problems. Die Gewerkschaft von den Silberschmieden hatte Probleme. Also Gewerkschaften machen immer Probleme. What was the problem? Was war das Problem? Guess what? Ratet mal. Money. Geld. Why? Because Paul and the believers are preaching that there is no real thing in idols. Denn Paulus und die Gläubigen predigen ja, dass Götzen nicht echt sind. And every new believer is less customer to buy idols. Und jeder neue Gläubiger ist ein Kunde weniger, der Götzen kauft. So the gospel hurts their pocket. Das Evangelium tut also ihren Einkünften weh. So they gathered all the people and the only way to guarantee their pockets full is to make sure the believers and especially those who hold for the gospel will be away. Also haben die sich alle zusammengetan, denn die einzige Art und Weise, ihr Einkommen auch weiterhin zu sichern, war, dass die ganzen Leute, die das Evangelium glaubten und predigten, los wurden. The fact that this union was so much on high means that Paul and the evangelism was very effective. Die Tatsache, dass diese Gewerkschaft hier dass die so viel zu sagen hatte und so sauer war, zeigt ja, wie effektiv Paulus und die anderen waren. My question is, how effective is the gospel in your area? Frag mich jetzt, wie effektiv ist denn das Evangelium in deiner Nachbarschaft? If everything is so smooth, maybe
We do not really preach straightforward the gospel. Wenn alles ganz in Ruhe läuft, ist es vielleicht so, dass wir nicht sehr effektiv dabei sind, das Evangelium zu verkünden. I said the same sentence in our church in Jerusalem. Dasselbe sage ich auch in meiner Gemeinde in Jerusalem. So anyway, the turmoil was very strong and there was a risk for the life of Paul, so he goes away. Der Aufruhr war wirklich heftig, Paulus Leben war in Gefahr, also macht er sich davon. He separated nicely from the believers there and he goes through Macedonia. Er verabschiedet sich schön von den Gläubigen dort und geht dann durch Mazedonien. He goes from one place to another where they have some believers and he encouraged the people, the disciples there. Also geht er jetzt zum nächsten Ort, wo es Gläubige gibt und ermutigt dort die Jünger, die Gläubigen. We entered into chapter 20 and now Paul is in Greece and he's there for 3 months. Und jetzt sind wir in Kapitel 20, wo Paulus sich 3 Monate lang in Griechenland befindet. Now, if you know Paul, you know that this guy is a troublemaker. Wenn ihr Paulus kennt, wisst ihr ja, dass dieser Mann gerne für Unruhe sorgt. To be with Paul in a synagogue and to return back home peacefully, only in the life after death, you know. Wenn du mit dem in der Synagoge sitzt und danach friedlich nach Hause gehst, das passiert erst im Leben nach dem Tod. Really, I mean, it's never a dull moment with him. Gibt einfach keine langweiligen Situationen mit ihm. And I said in a good sense. Und das meine ich nett. If you really live to the Lord and you don't mind to die, walk with him. Wenn du wirklich von den Herrn lebst und du hast keine Probleme damit zu sterben, dann solltest du auch mit ihm gehen und mit ihm arbeiten. Really, that's Paul. Das ist Paulus. 3 months in Greek and Luke do not even mention one event. 3 Monate in Griechenland und Lukas hat keine einzige Situation beschrieben, die dort passiert ist in der Zeit. And read from Acts chapter 14 to Acts 20. Every time Paul goes to a new place, where is the first thing he goes to visit? The casino or a synagogue? Und wenn du zwischen Apostelgeschichte 14 und 20 liest, wohin geht Paulus denn als allererstes, wenn er in eine Stadt kommt? Ins Casino oder in die Synagoge? Always a synagogue. Immer in die Synagoge. Not even one word about what happened in the synagogues for 3 months. Nicht ein einziges Wort wird von dem berichtet, was in den 3 Monaten in den Synagogen stattgefunden hat. But he gives us a few words for us to understand what happened. Aber ein paar Worte finden wir hier, die uns dabei helfen zu verstehen, was passiert ist. All the Jews ran after him, so he ran away. Guess what happened before? Alle Juden sind ihm hinterhergerannt, dass er weglaufen musste. Was ist wohl vorher passiert? I think he shared the gospel with them. Wahrscheinlich hat er ihnen das Evangelium erzählt. Straightforward. Und zwar direkt. Not politically correct. Nicht politisch korrekt. Biblically correct. Sondern biblisch korrekt. So that's the result. Acts chapter 20, verse 3. Und jetzt kommen wir zu dem Ergebnis dessen. Apostelgeschichte 20, Vers 3. So it says there, when he was on the way to sail to Syria, the local Jewish people came to do harm him. Therefore he decided to go again, to return through Macedonia. Kapitel 20, Vers 3. Und er brachte dort 3 Monate zu, und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren. So he went through Macedonia to Troas. Er reiste durch Mazedonien nach Troas. And then Luke, remember, Luke was the one who wrote the book, right? Und dann Lukas, denkt dran, der hat ja dieses Buch geschrieben. He mentioned 7 faithful brothers that were waiting for Paul. Der nennt hier 7 treue Brüder, die auf Paulus gewartet haben. So we know that Paul was running away from one place to another because he was faithful to the Lord, and whenever he was, he shared the gospel. Wir wissen, Paulus, der flüchtete von einem Ort zum nächsten, weil er treu war. Und immer wenn er auf der Flucht ist, wissen wir, dass er treu gedient hat. So why Luke did not mention even one event through these 3 months? Warum hat Lukas also keine einzige Begebenheit aus diesen 3 Monaten berichtet? Because the event with Eutychus fulfilled the purpose of writing the book. Weil diese Begebenheit mit dem Eutychus, die hat den Zweck erfüllt für dieses Kapitel, von dem Bericht dieser Zeit. I'll say it again. Ich sag's nochmal.
This forgotten story, look unimportant event, is one of the major purposes for Luke to write this book to Theophilus. Das ist einer der Gründe. Diese für uns eigentlich unscheinbare Geschichte, wo man denkt, die hätte man auch weglassen können, ist aber eigentlich der Grund, warum der Lukas diese das Buch dem Eutychus, dem what's his name? Eutychus. Dem Eutychus. Ah, Theophilus. Theophilus. Yes, yes. Dem Theophilus schreibt. By the way, you know that Luke wrote the Gospel of Luke and the Book of Acts. Ihr wisst ja, dass der Lukas das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat. And both books were written to his personal friend Theophilus. Die beide Bücher hat er seinem persönlichen Freund Theophilus geschrieben. And through the gospel he wanted to prove to him that Jesus is the promised Messiah by the Old Testament prophets. Und mit dem Evangelium wollte er ihm darlegen, dass Jesus wirklich der verheißene Messias aus dem Alten Testament ist. And in the book of Acts he wanted to prove that the disciples of Jesus are the true messengers of God like the Old Testament prophets. Und das in der Apostelgeschichte, die hat er dazu genutzt, um zu beweisen, dass die Jünger von Jesus dieselbe Autorität hatten wie die Propheten im Alten Testament. Therefore you need to listen to them and follow them. Dass du also auf sie hören musst und ihnen und das befolgen musst. Have this in mind. Denk daran. Okay. Now, on Sunday, the believers met together with Paul and they also celebrated the Lord's Supper. Sonntags haben sich die Gläubigen also mit Paulus versammelt und auch das Abendmahl gefeiert. And Paul told them, tomorrow morning I need to leave. I'm going. Paulus sagte ihnen, morgen werde ich weiterreisen. Now, you try to be there in the shoes of the people which are in the room. Versetzt euch mal in die Lage der Menschen dort in dem Raum. If Paul would have been here, or if Moses would have been here, and you never hold a personal copy of the Bible, would you tell any one of them you have 1 hour to speak and then go home? Wäre Paulus jetzt hier oder Mose hier mit uns im Raum und du hättest hier dieses Buch noch gar nicht in der Hand, würdest du denen dann sagen, okay, du hast eine Stunde, aber dann musst du weiterziehen? Are that stupid, are you? Sind wir so dumm? Listen, if Paul would come to church or Moses would come from the mountain to our church, we will not think about going home. Wenn Paulus käme in unsere Gemeinde oder Mose käme vom Berg herab, käme in unsere Gemeinde, dann würden wir doch nicht dann schon wieder nach Hause gehen wollen. Finally, someone come to teach us exactly what God means when he says whatever he says. Endlich kommt einer, der uns das sagt und erklärt, was Gott meinte, mit was auch immer er gesagt hat. Can you imagine being there before a person that answers all your questions? Stellt euch das mal vor, ihr könntet mit einer Person zusammen sein, die all deine Fragen beantworten kann. He allows you to enter into the mindset of God and explain it to you the way you can exercise it in your personal life. Der dir die Gedankengänge Gottes auch irgendwie erklärt und der das so erklärt, dass du in der Lage bist, das in deinem Leben auch umzusetzen. This is expository teaching par excellence. Das ist dieses auslegendes Predigen auf allerbester Höchstklasse. No one would have dreamed to tell him you speak too much. Keiner hätte auch nur geträumt, sich vorzustellen gewagt, dem zu sagen, hör mal, das reicht jetzt, das ist schon zu lang. Here is a person who met Jesus personally. Hier ist jemand, der Jesus persönlich begegnet ist. Here is a person who understands that Jesus is the purpose of the law. Hier ist jemand, der hat das verstanden, dass Jesus das ausgelebte Gesetz ist oder der die Erfüllung des Gesetzes ist. Here is a person that every word he says, they drink it as if someone was thirsty for 40 days. Hier ist jemand, jedes Wort, was der sagt, das trinkt man, als hätte man 40 Tage lang Durst gehabt. Paul, please, we'll buy you hotel, just stay. Paulus, bitte, wir zahlen auch dein Hotelzimmer, aber bitte bleib bei uns. We'll feed you, just stay. Wir geben dir auch zu essen, aber bitte bleib. We'll give you sushi, we'll give you whatever you like, just stay. Wir geben dir Sushi oder was auch immer du gerne isst, aber bitte bleib bei uns. Telling him to stop?
They'll shoot anyone who'll think about it. Denen zu sagen, er soll aufhören, die hätten jeden erschossen, der sich gewagt hätte, ihnen das vorzuschlagen. Okay, now while he's teaching, one guy, Eutychus, was sitting on the window bench between, you know, the outside and the inside. Also während er dort predigte, saß so ein junger Mann, der Eutychus, dort so an dem geöffneten, also an dem Fenster, auf dem Fenstersims. Poor guy, you know, not all the people doing nothing for a living. Some people work. Der arme Junge. Also manche Leute müssen ja nun mal auch arbeiten gehen, um sich ihren Lebensunterhalt zu bezahlen. Poor guy, he was tired. Und der arme Junge war einfach müde. Literally tired, not symbolically tired, metaphorically. He was tired. Der war wortwörtlich müde. Der war nicht nur symbolisch müde. Der war müde. It drives me nuts when people read the idiot-proof text and metaphorically, it's not, it was really, really fell down. Also es macht mich wahnsinnig, wenn Leute so einen offensichtlichen und idiotensicheren Text lesen und den jetzt, wie war das Wort, metaphorisch auslegen. Nein, der war müde, eingeschlafen und runtergefallen. When God told Abraham, take your son, your only son, the one you love, and sacrifice him, do you think he thought metaphorically? Als Gott dem Mose gesagt hat, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Geliebten und opfere ihn, glaubt ihr, das hat er ihm metaphorisch mitgeteilt? Did he take a metaphor Isaac to the mountain? Hat er einen metaphorischen Isaac mit auf den Berg genommen? If I'll tell my son and I'm hungry in the morning, go please bring water and bread, he'll tell me, Dad, you think about bread of life and water of life, I'll smack his face. Wenn ich morgens wach werde, Hunger habe und meinem Sohn sage, hör mal, ich habe Hunger, bring mir bitte Wasser und Brot. Und mein Sohn sagt, meinst du das Brot des Lebens und das Wasser des Lebens oder das echte Brot? Dann würde ich dem eine runterhauen. This is disrespect. Das ist respektlos. So Eutychus. Also der Eutychus. Poor guy, had a long day, tired. Der arme Junge hatte einen langen Tag und ist müde. Sit on the bench of the window. Der sitzt dort auf dem Fenstersims. Fell asleep. Eingeschlafen. And you know, when you fell asleep, you do not control everything. Also wenn du so einschläfst, dann hast du ja keine Kontrolle mehr über deinen Körper. Suddenly everyone hears. Und dann hört jeder dieses Plumps. Oops, Eutychus fell down. Oops, Eutychus ist runtergefallen. Listen, we laugh about it, but they were sure that they're going to see a dead person. Someone died. That's no fun. Wir finden das jetzt vielleicht witzig. Tatsache ist, dass denen ja klar war, die werden den aus der Tiefe da unten tot vorfinden. And usually when you fall from 3 floors, you don't do like this. Und normalerweise schüttelst du dir nicht den Staub von den Schultern, wenn du 3 Stockwerke tief fällst. My wife will kill me. She just laundered it yesterday. Oh nein, meine Frau bringt mich um. Die hat das gerade gestern gebügelt. No, most of the time you need to collect your brain into the head. Die meiste Zeit musst du dein Gehirn wieder aufschaufeln und den zurück in den Kopf legen. And here, Eutychus is dead. Der Eutychus ist tot. So what does Paul is doing? Was macht Paulus also? He goes down. Geht runter. And imagine everyone runs down. Everyone runs to see if he can save anything of Eutychus. Und die alle sind runtergerannt. Alle wollten gucken, ob sie den Eutychus noch irgendwie retten können oder irgendein Stück vom Eutychus retten können. And Eutychus is laying there. Und der liegt da. He's not moving. Und bewegt sich nicht. They understand he's dead. Also ist er, dass er tot ist. Das ist ihnen klar geworden. And in verse 10, Paul is telling, don't be afraid. His soul is in him. Und dann sagt aber der Paulus hier in Vers 10, macht keinen Lärm oder macht euch keine Sorgen, seine Seele ist in ihm. He stretched over him like this. That's what it means to stretch over. Also that hat means er sich you über lay ihn down on the person. You basically measure yourself on the person. Also warf er sich über ihn. Das bedeutet, dass du dich komplett, also dass er sich komplett auf ihn gelegt hat. In Hebrew, of course, it was written in Greek, but in Hebrew it's itmoded or gahar. It means the same. Also itmodet oder gahar heißt das auf Hebräisch, ist natürlich hier in Griechisch geschrieben, aber das bedeutet beides dasselbe. Eutychus, are you okay? Eutychus, bist du okay? Yeah, beside the, I'm okay, no problem. Oh ja, hier und da, ja, nee, geht schon, alles gut. Okay, Auge wieder reinschieben. Let's go up to the room and we will continue with the message, because tomorrow I need to go, you know. Also jetzt lasst uns mal schön wieder alle hochgehen und die Predigt weiter fortsetzen, weil ich muss morgen früh los.
That's the story. Das ist die Geschichte. Now the big issue is, what did Luke wanted Theophilus to understand? Die Frage, die große ist, aber was wollte Lukas denn hier dem Theophilus jetzt genauer erklären damit? How this story supposed to help Theophilus understand that Paul is a legitimate and authoritative mouth of God? Was hat die Geschichte damit zu tun, dass er dem Theophilus klar machen wollte, dass der Paulus was zu sagen hatte, an das man sich auch halten sollte? How this story supposed to help you and me and Theophilus understand that everything Paul wrote is the word of God? Wie kann uns diese Geschichte dabei helfen, dass du und ich und auch der Theophilus verstehen, dass alles, was Paulus geschrieben hat, das Wort Gottes ist? Listen, I know personally people who tells me, for me the New Testament is only the red ink print. Ich kenne Leute persönlich, die sagen, das Neue Testament ist für mich nur das, was in roten Buchstaben gedruckt ist. Only what Jesus said, that's the word of God. All the rest is, you know, recommendations. Alles, was in rot geschrieben ist, was Jesus selbst gesagt hat, das ist für mich das Neue Testament. Der Rest, das sind eher nur so, ja, Hinweise oder Ratschläge. Listen, I'm talking business. I know these people by name. Ich meine das ernst. Ich kenne diese Menschen, die das behaupten, namentlich. And this kind of story is supposed to take away their cause and to align them back to the right thing. Aber diese Begebenheit hier, die ist dafür da, dass diesen Menschen quasi der Wind aus den Segeln genommen wird und dass sie ihre Denkweise mal wieder neu ausrichten. So, now I'm going to share with you the truth about Eutychus. Also, jetzt erzähle ich euch die Wahrheit von dem Eutychus. Luke is building this idea through an analogy. Lukas baut diese Vorstellung dahinter mit einer Analogie auf. Do you know what it means, analogy? Kennt ihr das Wort Analogie? And all the rest do not. Only two understand, the rest do not. Zwei verstehen den Begriff, wir wissen, was das bedeutet. Okay, listen. Okay, hört mal zu. Analogy is something like that. Eine Analogie ist das Folgende. It's like taking a story from the past. Du nimmst eine Geschichte aus der Vergangenheit. Compare it to a story in a different time. Und vergleichst sie mit einer Geschichte aus einer anderen Zeit. And since it's a similar stories, und da es gleiche, ähnliche Geschichten sind, with identical words, wo identische Ausdrücke oder Worte vorkommen, the conclusion in the first one must apply to the conclusion in the second one. Is this clear? Muss die Schlussfolgerung der ersten Geschichte auch auf die gleiche Schlussfolgerung bedeuten für die zweite Geschichte? If you do not understand this story, wenn du diese eine Geschichte nicht verstehst, go to the first story. Dann musst du zur ersten Geschichte gehen. And then apply the conclusions. Und dann musst du die Schlussfolgerungen anwenden. Verstanden? It's very simple. Ganz einfach. So, how do you know you have an analogy? Woran erkennst du aber, dass es eine Analogie ist? Two factors must exist. Dafür muss es zwei Faktoren geben. Actually, two and a half. Naja, zweieinhalb. First one, it's similar story. Das erste, es müssen gleichlautende oder ähnliche Geschichten sein. Two, similar or identical words. Und es müssen dieselben Worte oder Ausdrücke drin vorkommen. And that's what caused me to fly from my chair in the office a year and a half ago. Und das ist es, warum ich förmlich von meinem Stuhl gekippt bin vor anderthalb Jahren in meinem Büro. And the other one? Und das andere? Just check if you are the only one who thought about it. Make sure you speak with others just to guarantee that you are not stupid. Wenn du der Einzige bist, dem das bisher aufgefallen ist, musst du das verifizieren. Du musst mit anderen Leuten darüber sprechen und dir eine Bestätigung holen, dass du dir das nicht einbildest. There are enough lies about commentaries. People want truth, not another wishful thinking or personal idea. Es gibt genug Lügen, die irgendwo in Kommentaren stehen. Die Menschen wollen die Wahrheit und nicht irgendein Wunschdenken hören. So here is the analogy. Oder deine persönliche Vorstellung. Jetzt kommt die Analogie. And remember, only God can create a true analogy. Und denk dran, nur Gott kann eine durchgehende und wahre Analogie schaffen. Because sometimes the distance between the two stories can be centuries or thousand years. Denn manchmal kann der Abstand zwischen zwei Geschichten tausende Jahre bedeuten. Okay, number one. Erstens. In chapter 19. In Kapitel 19. Idol worshipping Gentiles
reject the gospel and cause Paul, they persecute Paul and cause him to flee from Ephesus. In dem Kapitel davor sind es die götzenanbetenden Heiden, die sich gegen Paulus auflehnen und die ihn dazu bringen, zur Flucht treiben. The silversmith union are all Gentile idol worshippers. There is no Jewish person there. Die Gewerkschaft der Silberschmiede, das sind alles heidnische Götzenanbeter. Da ist keine einzige jüdische Person bei. They just want to see Paul dead or away from them, together with all the other believers. Sie wollen Paulus entweder tot sehen oder dass er sich gemeinsam mit den anderen Gläubigen davon macht. In the beginning of chapter 20, am Anfang von Kapitel 20, rabbinical Jews are persecuting Paul and force him to leave to other cities. Sind es rabbinische Juden, die den Paulus verfolgen und ihn dann zu zwingen, in andere Städte weiterzuziehen? You will see, in a few seconds, you will jump to. Also, in ein paar Sekunden werdet ihr auch aufspringen. Number one, Jews and Gentiles are persecuting the messenger of God. Erstens, Juden und Heiden, oder Juden und Nichtjuden, die sind dabei und verfolgen den Botschafter Gottes. Number two. Zweitens, Luke mentions the names of only seven faithful brothers who waited for Shaul in Troas. Lukas hat hier nur die Namen von sieben treuen Brüdern erwähnt, die in Troas auf ihn gewartet hatten. Number three. Drittens. Paul resurrected Eutychus, who fell from the window. Paulus hat den Eutychus wieder zum Leben erweckt, der aus dem Fenster gefallen war. Now we are going to see that this story of Paul was already in history, 1-1. Und jetzt sehen wir, dass diese Begebenheit mit Paulus schon einmal in der Vergangenheit sich so in der Art abgespielt hat, 1-1. Paul resurrected Eutychus in an identical way Elijah and Elisha, the two prophets, resurrected the sons of the widows. So wie Paulus den Eutychus hier vom Leben, von den Toten auferweckt hat, haben Elia und Elisa oder Elisha das bereits gemacht mit den Söhnen der Witwe. The same words appear, Gahar itmoded. Da sind dieselben Worte wieder, Gahar itmoded. It means to stretch oneself out over. Also, dass man sich über jemanden ausstreckt oder auf ihn legt. And what did the widow said to Elijah after he resurrected her son in the same way? Was hat die Witwe Elia gesagt, nachdem er ihren Sohn wieder zum Leben erweckt hat? 1 Kings 17, verse 24. 1. Könige 17, Vers 24. Now I know it's 1 Kings 17, verse 24. 1. Könige 17, Vers 24. Now I know that you are the man of God and the word of God is truth in your mouth. Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. You see, Luke compares Paul to Elijah. It's the analogy between Elijah and Paul. Der Lukas vergleicht hier den Paulus mit dem Elias. Es ist die Analogie zwischen Elia und Paulus. What happened to Elijah's life is similar to what happened to Paul's life here in this situation. Das, was in Elias Leben da passierte, ist gleich mit der Situation, in der Paulus sich befand. So let's see what happened to Elijah. Also, was ist denn hier dem Elia passiert? Isabel, the Gentile idol worshipper, and her husband Ahab, the Jew, the idol worshipper, persecuted the prophets of God. Isabel, die heidnische Götzenanbeterin, und ihr Mann, der König Ahab, der jüdische Götzenanbeter, haben beide die Propheten Gottes verfolgt. In that time only a faithful remnant was left. Zu jener Zeit gab es nur einen treuen Überrest, der noch übrig war. And the Bible mentioned only 7,000 which did not bow before the Baal. Und in der Bibel heißt es, dass nur 7000 nicht vor Baal sich niedergebeugt haben. Here we see in the situation of Paul, the silversmith union, which are only Gentiles, and the Jews in Greece, Jews and Gentiles persecute the messenger of God. Und in der Apostelgeschichte 20 sehen wir die heidnischen Silberschmiede und aber auch die Rabbiner, die jüdischen Menschen, die in dem Kapitel 20 dann verfolgten. And second thing, Luke is mentioning only a few
7,000 who follow, who Luke is mentioned only 7 faithful people, while in the book of 1 Kings are mentioned a remnant, 7,000 from all the nation. Der Lukas erwähnt hier 7 Treue, die noch da waren und auf ihn warteten, wohingegen in 1. Könige von 7,000 die Rede ist, die treu geblieben sind. And as I said before, what caused me to flee from my chair was the unique word Gehar stretched over. Und was mich eben so auf meinen Stuhl gehauen hatte, war dieses einzigartige Wort Gehar. Okay, so what is the conclusion Luke wanted Theophilus to know? Was ist also hier die Schlussfolgerung? Was wollte Lukas dem Theophilus damit mitteilen? Theophilus, you know the Bible. Theophilus, du kennst die Bibel. Remember what the widow said to Elijah after resurrected her son. Weißt du noch, was die Witwe dem Elia gesagt hatte, nachdem der ihren Sohn auferweckt hat? Now I know that you are a man of God and the word of God is truth in your mouth. Ich weiß jetzt, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. You see, Theophilus, this is the view you need to adopt toward Paul and the other disciples or apostles that Jesus chose. Siehst du, Theophilus, genau so musst du auch von den Aposteln denken und den anderen Jüngern, die Jesus ausgewählt hat. The Holy Spirit, the Spirit of God, dwells in the Apostle Paul exactly as it dwelt in Elijah. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, der lebt und wohnt in im Apostel Paulus genauso, wie er in Elia gewohnt hat. Therefore, Paul continues to write the word of God as Elijah did. Deshalb schreibt Paulus auch weiterhin das Wort Gottes, so wie Elia es tat. Remember what Paul says in the book to the Colossians chapter 1 verse 25. Wisst ihr noch, was Paulus in dem Brief an die Kolosser geschrieben hat, im Kapitel 1 Vers 25? I praise God that he chose me to fulfill, to finish the word of God. Ich lobe Gott, dass er mich dazu erwählt hat, dass ich das Wort Gottes vollenden kann. So, Theophilus. Der Theophilus. You need to understand that the message of the disciples of Jesus is the message of God and you should accept it. Theophilus, du musst verstehen, dass die Botschaft der Jünger Jesu die Botschaft Gottes ist und du musst die annehmen. The analogy, now the second part that he wanted him to know is that the analogy between Elijah and Paul picks or lift up Paul to the same authority as Elijah. Und der zweite Punkt ist, dass die Analogie zwischen Elia und Paulus den Paulus in dieselbe Ebene der Autorität eigentlich hochhebt, wie Elia war. Everything Paul wrote is the word of God. Alles, was Paulus geschrieben hat, ist das Wort Gottes. And all of us need to submit to it as if God spoke from Sinai. Und wir müssen uns alle dem so unterordnen, als würde Gott direkt vom Berg Sinai aus zu uns sprechen. This is an integral part of the word of God. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil im Wort Gottes. Since Paul wrote big part of the New Covenant book, well, we better accept his word as the word of God. It's critically important. Da Paulus einen Großteil des Buches des Neuen Bundes geschrieben hat, ist es umso wichtiger, dass wir das als Gottes Wort annehmen und als richtungsweisend sehen. Now, Theophilus, allow me to call you Theo. Theophilus, lass mich dich Theol nennen. You know we are friends. Also, wir weißt ja, wir sind Theo. It's not in the book. It's me. Just bring back to the crowd right also, now. Also, lasst uns Freunde sein, sagt er ihm. Theo, listen. Theo, hör zu. Forget about politically correct. Vergiss das mit politisch korrekt. Now it's eye to eye. Auge zu Auge. End of games. Keine Spielchen mehr. If you reject Paul and the disciples of Jesus, wenn du Paulus und die Jünger Jesu verwirfst und ablehnst, you are no better than Isabel and Ahab. Dann bist du nichts Besseres als Isabel und Ahab. Kapisch? Kapiert? We are not joking. Wir machen keine Witze. You will go to hell. Du wirst in die Hölle gehen.
This story is not to make your child happy before he goes to sleep. Das ist keine Geschichte, die sich für eine gute Nachtgeschichte eignet, damit dein Kind besser schläft. Is to let you understand that those who reject the disciples of Christ, who receive authority to behave or to act like apostles, are no better than Isabel and Ahab. Sondern es geht darum, dass die Geschichte beweist, dass solche, die die Lehren und die Autorität der Apostel und der Jünger ablehnen, nicht besser sind als Isabel und Ahab. And if you want to be part of the faithful remnant, und wenn du auch zu dem treuen Rest gehören möchtest, accept the word of the disciples of Jesus. Dann nimm die Worte der Jünger Jesu an. And respect it as the word of God. Und respektiere, achte sie als Wort Gottes. Now each one of us need to check his heart. Is this the way he deals with the letters of Paul? Jeder von uns muss sein Herz überprüfen und sich fragen, okay, gehe ich so mit den Briefen von Paulus um? Are you the only red ink or the full counsel of God? Bist du auch einer, die zu denen gehören, die sagen, nur dieses Rotgedruckte, oder sagst du auch der ganze Ratschluss Gottes? I surely hope I'm in a company of that's the full counsel of God. Ich hoffe, dass ich mit euch zusammen darin gemeinsam bin, dass wir darin übereinstimmen, dass wir sagen, der ganze Ratschluss Gottes. Thank you. Vielen Dank. Do you believe in miracles? Glaubt ihr an Wunder? Today a miracle have happened. Heute ist so ein Wunder geschehen. The lesson was less than an hour. Denn der Vortrag war unter einer Stunde. Please don't get used to it. It happens one in a lifetime. Gewöhnt euch nicht dran, das passiert nur einmal im Leben. But it was a joy to share it with you. Aber es war wirklich eine Freude, dass ich das euch weitergeben durfte. Please go check it. The Bereans have done that. And if there is anything wrong, I want to be the first one to know. Geht hin, überprüft, was ich gesagt habe, wie die Beröer es getan haben. Und wenn es einen Fehler in der Aussage gibt, dann lasst es mich wissen. Father in heaven, I thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. I thank you, Lord, that you are the one who opens eyes. Danke, Herr, dass du der bist, der Augen öffnet. And you are the one who lifts the heart to go deep into your word and to rejoice whenever we find something that we didn't see before. Und du liebst es, wenn wir in dein Wort gehen und uns darüber freuen, wenn uns etwas auffällt, das uns vorher noch nicht aufgefallen ist. Now we are left with the homework. Jetzt haben wir Hausaufgaben bekommen. To obey you in faith and love. Nämlich dir in Treue und Liebe zu gehorchen. And to do it fast. Und das schnell zu tun. Because that glorifies you. Denn das verherrlicht dich. I thank you, Lord, in Jesus' name. Ich danke dir, Herr, in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, der Vortrag hat euch gefallen. Dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch dalassen, so haben auch wir ein Feedback von euch. Diese Arbeit wird durch Spenden finanziert. Wenn ihr uns unterstützen oder einfach mehr über das Bibelcenter erfahren wollt, schaut hier unten in die Videobeschreibung. Dort kommt ihr über einen Link direkt auf unsere Internetseite. Für weitere Videos und Vorträge schaut euch gerne auf unserem Kanal um. Und damit ihr keine neuen Videos verpasst, einfach auf Abonnieren klicken. Also bis zum nächsten Mal hier oder am besten live bei einer unserer nächsten Veranstaltungen in Deutschland oder der Schweiz. Bis dahin wünschen wir als ganzes Team Gottes Segen.